Herzlich willkommen, meine Freunde von Fettspielen, zu einem neuen Let's Play hier auf unserem Fettspielen-YouTube-Kanal. Mir schlägt die Musik von Asterix and Friends um die Ohren und ich muss erstmal den Kopfhörer runternehmen, boah, sonst verstehe ich ja gar nichts. So, ich habe mich hier für die Open Beta angemeldet. Ihr könnt das bei uns natürlich auch machen, indem ihr einfach mit eurer Maus hier unten links auf hier spielen geht oder wenn ihr noch andere Games zocken wollt, könnt ihr natürlich auf mehr Spiele gehen. So, ich nehme erstmal einen Schluck aus meinem gelben Getränk. Nein, es ist kein Bier. So, jetzt kriege ich hier eine kleine Geschichte von ganz Gallien und dem ganzen Schissel erzählt. Allerdings muss ich mich outen als Nicht-Asterix-Kenner. Ja, so ist das bei manchen. So, ich drücke jetzt mal auf Weiter. Okay, die Römer haben alle rebellierende Dörfer gleich angegriffen. Dörfer blieben nichts anderes über, fliehen und zerstören. Okay, alles klar. Sehr schön, hier kriege ich jetzt die Geschichte erzählt und mit den Dörfern. Okay, Asterix und Obelix werden dir dabei helfen, die anderen Dörfer wieder aufzubauen. Und zeige den Gallier aus einem... Okay, alles klar, sehr schön. So, wähle deinen Dorfnamen. Oh yeah. Oh yeah. Tim. Warte, wie nennen wir sie? Wie nennen wir unser Dorf? Das ist jetzt eine Entscheidung. Ich sehe hier eine sehr große Reihe. Ich sehe eine sehr große Reihe hier, ja. Wähle deinen Dorfnamen. Loch. Nee, ist ein bisschen. Wir nennen es einfach Fettspielen. Ja? Fettspielen. Das ist ein Dorf. Los geht's. Aller Anfang ist schwer. Ein junger Krieger ist in sein Dorf zurückgekehrt und versucht durch seine Mithilfe beim Wiederaufbau die Dorfgemeinschaft zu stärken. Ja, dieser Krieger bist du. Alles klar. Hey, cool. Hey, das ist richtig schön gemacht. Klicke auf Asterix, um dein Abenteuer zu beginnen. Errichte ein Haus. Akzeptieren. Baugrundstück für ein Wohngebäude. Oh, sag mal hier, ist richtig gut gemacht. So, jetzt geht's los. Ja, klicke mal Haus. mit Gerontologix. Nee, will ich eigentlich nicht machen. Muss ich das machen? Ja, wahrscheinlich schon. So, sehr schön. Oh Gott, das spreche ich doch falsch. Gerontologix. Oh Gott. Gerontologix. Ah, okay. Ist ein Veteran im Kampf gegen die Römer. Er hat vielleicht nicht mehr alle Zähne, aber zahnlos ist er noch lange nicht. Ich habe die Römer nie leiden können. Diese sind nutzlos. Alles klar. Jetzt kriege ich hier 2 XP und Sesteris. Alles klar. Dankeschön. Klicke auf den Dorf, denn er hat noch Aufgaben für dich. Alles klar, was ist denn hier? Aha. Und wo sind die Aufgaben? Hier unten. Schutt entfernen, akzeptieren. Okay, jawohl, das habe ich schon verstanden. Das sind Trümmer hier, das macht er jetzt, ne? Oh, ist der, guck mal, herrlich animiert, oder? Das kann er hier auch noch machen. Das sammeln wir ein. Fertig, wow. Was hat er noch? Vom Dorffarm sammeln, akzeptieren. Okay. Das heißt, hier kann ich jetzt sammeln. Sehr schön. Oh, super schön gemacht. Also, selten so ein schönes Game hier gesehen. Kann ich hier sogar noch in den Vollbild wechseln? Aha, ja, okay. Oh, das ist auch nicht schlecht. Dann lassen. Sollen wir diesen lassen? Nein, ich glaube, das ist. Klicke auf Gerontologix. Er will dir etwas beibringen. Was kannst du mir denn beibringen, junger Mann? So. Jage Wildschweine. Das ist doch mal eine Aufgabe, oder? Hm. Gott, ist das heiß heute. So. Ach, ist das schön gemacht hier. Der Wahnsinn. Wo haben wir denn Wildschweine? Hm, wo sind ihr Wildschweine? Nun zoomen wir wieder rein. Habe ich gemacht. Klicke auf die Wildschweinspuren. Alles klar. Mache ich. Jetzt geht er da hin. Da sind noch mehr. Das ist das Wildschwein. Zack, auf den Kopf. Habt ihr das gesehen? Ja, ist das nicht schön gemacht. Neue Stufe Level 2. Ich kriege das, das und das. Sehr gut. Was ein herrliches Spiel. Wirklich. Gefällt mir jetzt schon gut. Hier, geh zurück ins Dorf und rede mit Gerontologix. Alles klar, mache ich. Zack. Von Metzgern sammeln. Akzeptieren. Okay, Metzgerei ist wahrscheinlich hier unten, aber hier oben kann ich auch schon sammeln übrigens. Ah. Ich habe es nämlich schon verstanden, wie das Ganze läuft hier. Fertig. Halt, halt, halt. Erst will ich hier noch sammeln. Geht es noch nicht? Okay.
Wir müssen erst das Tutorial hier machen. Zack, besitze Holz, besitze Stroh, besitze Stein. Akzeptieren. Okay, das heißt, ich gehe jetzt erstmal hier ein bisschen Holz an den Start bringen. Dann noch ein bisschen. So, dann hier ein bisschen Felder, also Stroh quasi. Und Stein. Sehr gut. Fertig. Zack, gehen wir hier zum Kolleg und geben das auch ab. Errichte Schreinerei. Okay, hier ist ein Bauplatz, da ist die Schreinerei. Die stellen wir hin. Klicke auf die Baustelle, klicke hier hin. So, dann ist die auch schon fertig. Holzbretter, zack, zack, zack. Sehr schön. So, was kann ich jetzt... Ah, ich muss das machen hier, wie es hier steht. Oh, bereit zum Kampf. Für deinen ersten Kampf mit dem Römer solltest du dir einen Speer besorgen. Okay, alles klar. Mach ich mal akzeptieren hier. Klicken wir hier hin. Fertigen. Ah, okay. Das ist die Schmiede hier. Einfacher Speer. Dauert 1 Minute 30. Fertigen. Sehr gut. Ich könnte den jetzt sofort fertigstellen für 54 von diesen... Ja. Soll ich das jetzt machen? Nö, mach ich nicht. Ach, ich muss es machen. Das ist ein bisschen doof. Okay, geht leider nicht anders. Klicke hier, um die Aufgabe abzuschließen. Ich habe den Speer. Rüste Rumklicks mit einem einfachen Speer aus. Jawohl, das werde ich tun. Ausrüsten, zack, zack. Ist auch gut gemacht hier, ey. Es gibt viele Browser-Games, die überfordern mich auch immer beim Spielen. Hier geht alles in einem Fluss. So. Ah, hier sind sogar die Schritte so gezeigt. Besiege die römische Patrouille. Okay. Dann gehen wir mal hier hin. Oh, jetzt geht's los. Wähle einen Dorfbewohner aus, mit dem du kämpfen möchtest. Die Anzahl und Stärke der Dorfbewohner sowie die Waffen, mit denen sie kämpfen, sind wichtige Faktoren. Wer Glück hat, helfen sich... Okay. So, das heißt, ich muss jetzt hier... Den nehme ich und den nehme ich auch, oder? 84, Gewinnchance, das ist doch ganz gut. Ja. Zack. Ja, da geht's auf die Schnauze, guckt's euch an. Ich glaube, das haben wir gewonnen. Oh, ist das schön gemacht. Oh, super, super. Auch dieser Stil hier gefällt mir. Die Römer, die dein Dorf zerstört haben, drehen ihre Runde und blockieren Ressourcen, die du benötigst, um dein Dorf wieder aufzubauen. Um Aufgaben zu erledigen, du solltest sie verprügeln, indem du... Okay, alles klar. Fertig. Jawohl, danke. Fertig. So, kann ich auch mal hier was machen zwischendrin? Nee. Was ist das hier eigentlich? Wartet. Aha. Nee, da kann ich nichts machen. Bringe Nahrung, bringe Rübe. Akzeptieren. Ah, okay. Kaufe Rüben vom Markt. Okay. Wie viel noch? Ne, es reicht. Ich werde echt krank, habe ich das Gefühl. So, und jetzt können wir hier noch. Besitze Stroh. Okay, jetzt muss ich mal richtig was einsammeln hier. Können wir hier auch mal einsammeln in der Zeit, ne? So. Haben wir noch irgendwo was? Nee. Sehr schön. Ah, hier oben sehe ich, wie viel ich lagern kann. So, wie viel brauchen wir denn für diese Quest? Aha, okay, da brauchen wir einiges. Wie viel Stein brauchen wir noch? 7 von 12, ja. Das wird wahrscheinlich hier genau reichen. Sehr schön. Oder kann man auch hier spammen? I like it. Ja, da kriege ich auch ein neues Level direkt. Zack, 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 zack. Wächst nach. Ah, komm, das können wir eigentlich alles nehmen. Warum sollten wir es nicht nehmen? Wäre eine Schande. Es wächst ja nach. Ne? Ah, das dauert 24 Stunden. Okay, alles klar. Nahrung erwerben. Ne, mache ich jetzt nicht erstmal. Mache ich gleich. Aha. Ah, okay, ich muss Nahrung verwerben. Wo kann ich Nahrung erwerben? Okay, jetzt wartet aber mal. Das will ich noch vorher nachgucken. Was brauche ich denn noch? Ich brauche noch ein bisschen Stein und Holz. Ach, ich brauche Nahrung. So, wo kriege ich denn Nahrung her, außer zu kaufen? Das ist doch doof. Hier kriege ich doch Nahrung her, oder? So, jetzt habe ich wieder Nahrung.
Ah, das wollte ich überhaupt nicht. Es können. Was kann ich denn hier machen? Okay, mit Holz. Ah, und so kann ich dann die Nahrungsproduktion ein wenig hoch machen. Wie lange braucht es sonst? 4 Minuten, bis ich wieder Nahrung machen kann. Ja, dann müssen wir da jetzt mal kaufen hier. Plus 3. Was kostet das? 60. Dann kaufen wir mal plus 3. Ja, da habe ich ein bisschen hart die Felder hier abgewirtschaftet. Das zieht nämlich jedes Mal ein Nahrung ab. Hier, besitze Holz. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen. Zack, 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 zack. Da hätten wir noch einen. Ah, dann geht uns die Nahrung auch aus. So, jetzt können wir nicht mehr weitermachen. Jetzt müssen wir halt noch welche kaufen. Hilft jetzt nicht. Kaufen wir hier noch. So, sehr schön. Da haben wir noch Holz. Ich will ja die Quest erledigen. So. Geblockt, geblockt. Ah, durch ihn hier. Was, wie sieht's denn aus? Überlebe ich das? Ah, nur 46% Gewinnchance. Das sollte ich mal lassen. Ich brauche hier so ein Bäumchen noch, genau. Sehr schön. Geschafft. Ja, wir müssen eindeutig hier die Nahrungsproduktion wesentlich höher machen. Weil so ist das ja noch gar nichts wert. Genau. So, die Quest habe ich erledigt. Was ist mit ihm hier los? Er hat jetzt eine neue, errichte Haus des Häuptlings. Akzeptieren. Wir müssen erstmal hier die Trümmer wegmachen. Genau. Und dann machen wir hier das Haus des Häuptlings. Wo ist es denn? Schneiderei. Wo ist es denn? Müssen wir es hier hin machen? Haus des Fischhändlers. Aha. Vielleicht muss das hier hin. Schneiderei, Fischmarkt. Was soll ich hier bauen? Errichte Haus des Häuptlings. Das habe ich doch schon, oder? Schreinerei. Nee, vielleicht muss es doch hier hin. Haus des Häuptlings, hier ist es. Sehr schön. Und, ja, da fehlt mir noch ein Holz, um das schneller zu machen. Sonst, ja, ich brauche das überhaupt dafür. Da können wir doch noch eins holen gehen hier draußen. Ich habe ja noch ein bisschen Nahrung. Sehr schön. So, dann machen wir hier und errichten das. Na, das reicht nicht. Ach, das kann ich herstellen. Das muss ich wahrscheinlich in der Schreinerei machen, ne? Fertigen. Einfache Holzarbeiten fertigen, genau. Dann machen wir das mal auch sofort fertig. Und dann kann ich das hier auch direkt tun. Sehr schön. Demokratix ist da. Demokratix ist der Häuptling des Dorfes und sehr dessen war er dabei nicht kurz um zu besser, denn er ist das Dorf. Okay, alles klar. Sehr schön. Einsammeln. Ich hoffe, ich bekomme auch mal. Ich habe Nahrung bekommen. Sehr schön. So, ich habe hier eine neue Attraktiere gegen römische Legion attraktieren. Okay. Sehr gut. Was ist denn das hier? Ich klicke hier auf Freundeskarte. So, jetzt seid ihr gefordert. Und zwar mit anderen Spielern. Aha. Ja, was soll ich jetzt machen? Okay. Attacke. Okay. Was ist passiert? Keine Ahnung. Widerstandspunkte bekommen. Sehr schön. Hilfreichster Spieler. Feld spielen. 1. Einsammeln. Jawohl. Jetzt gibt's Ärger. Sehr gut. Ich hoffe, ihr edit mich mal hier. Spielername. Gebt hier mal Fett spielen ein. Das bin ich auf jeden Fall. Da freue ich mich mal. Dann machen wir hier mal die fette Asterix-Allianz. So, ich würde gerne wieder in meine Burg zurück. Sehr schön. Schauen wir mal, was es hier noch an Quests gibt. Besitze Stroh. Okay, das mache ich jetzt noch nicht. Hier habe ich direkt 2. Besiege eine römische Patrouille. So, ich habe doch hier eine römische Patrouille, oder? So, sieht doch sehr gut aus. Ich denke, das sollten wir auch gewinnen. Sehr gut. Die haben wir mal direkt besiegt, die Jungs. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Oh nein, das wollte ich doch gar nicht. Oh, jedes Mal wieder diese Fehler. Egal. Jetzt schauen wir mal hier. Was haben wir denn hier? Besitze Holz. Okay, das mache ich jetzt nicht. Wir haben hier noch bringe Fische. Okay, und besiege eine römische Patrouille. Das habe ich doch gemacht gerade.
Römische Patrouille. Muss das eine bestimmte Stärke haben? Ich hab sie doch besiegt. Stärke 15. Stärke 42. Na gut, ich meine, ich hätte sie besiegt. Egal, wir sammeln noch ein. Hier gibt's auch wieder Essen. Sehr schön, sehr schön. Immer gut Essen haben. Ja, wir brauchen bald mal Stein, da machen wir das auch. Wir können ja noch schauen. Verwenden wir zum Kräftesammeln. Ja, was? Ich verstehe nicht ganz, was das dann bringt. Kräfte. Was ist, wenn ich ihm das jetzt gebe? Stärke 9 von 9. Das heißt, er kann dann 9 Sachen machen. So, jetzt haben die das alles gefressen. Das ist ja super. Naja, bringe Fische. Akzeptieren. Wo gibt es denn Fische? Komm, Fische gehen wir noch holen, ne? Was meint ihr? Da gibt's Fische. Okay. Da rennt er hin. Guckt euch an. Gibt es noch irgendwo Fische? Da sind noch Fische. Oder habe ich schon genug? So, Fisch plus 1. Ach, da waren gar keine da. Da sind nochmal welche. Oh, die sind geblockt. Ach komm, ey. Ist jetzt da die Patrouille angreifen oder was? Das ist doch shit. Gut, da gibt es jetzt irgendwie keine, aber ich würde sagen, wir haben schon mal einen richtig guten Eindruck von dem Game bekommen. Und wenn ihr Lust habt, mit mir zusammen zu zocken und was ich machen soll, dann schreibt mir einfach. Ich glaube, das Game kann echt was, es ist echt ganz lustig. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ich hoffe natürlich auch, wir erreichen die 301 Views und sehen es dann beim nächsten Let's Play mit Asterix and Friends. And Fettspielen Friends. Bye bye, euer Tim.